Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es bei mir um das innere Kind. Die Verbindung zu seinem Ich, zu seinem inneren Kind, das einfach zuzulassen und zu spüren, weil ich es total wichtig finde, einfach auch sein Kind auszuleben und die Verbindung einfach dazu zu haben. Und ich habe hier ein tolles Öl, Inner Child. Das schafft diese Verbindung zum inneren Kind und ja, schafft diese emotionale Verbindung wieder einfach zur Kindheit. Es hat so einen ganz lieblichen, süßen Duft. So Ylang Ylang Orange, einfach so frisch, lieblich, harmonisch, so wie es einfach so in der Kindheit war, alles irgendwie so schön und unschuldig. Und ja, meine Hunde, die stehen auch total drauf. Gerade Orange, finde ich, schafft so eine tolle Stimmung, einfach so eine Positivität. Und da kann man auch ganz toll irgendwie seine Gefühle ausleben. Und es schafft gute Stimmung und ja, eine Verbindung einfach wieder so ganz tief zu seinem Selbst und zu seinem inneren Kind. Und gerade auch mit den Hunden ist es total toll. Da kann ich total toll das innere Kind auch ausleben, weil die im Moment leben und so authentisch sind und nicht nachdenken oder werten. Und man kann einfach mit denen Spaß haben und toben und jeden Augenblick genießen. Und man kann so viel von ihnen lernen auch. Und ja, das finde ich total toll und das macht mich so dankbar. Und es ist einfach auch so wichtig, sein inneres Kind auch zu feiern und auszuleben. Ja, ich finde, wir sollten das alle viel öfter tun und einfach Spaß haben und toben und den Moment und den Augenblick genießen und einfach jeden Tag sein inneres Kind feiern. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren damit. Probier doch mal das Öl aus. Es duftet auch wirklich ganz toll und feier dein inneres Kind. Und lass es dir gut gehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao.